Die Wikinger kannten die britischen Inseln bestens. Im Frühmittelalter hatten sie zahlreiche Klöster und Burgen geplündert. Dublin ist überhaupt eine Gründung der Wikinger, die zum Teil auch Dänen genannt wurden. Die Herrscher der sieben angelsächsischen Königreiche leisteten kaum Widerstand. Sie zahlten zum Teil auch Tribut, Danegeld genannt. 1002 befahl König Ethelred II. Von Wessex, die Dänen in England umzubringen. Das provozierte den Eingriff des dänischen Königs Sven Gabelbart. Er versuchte in Folge auch England zu erobern. 1013 fiel London, der englische König floh in die Normandie. Nach Ethelreds Tod 1016 wurde Edmund König von Wessex und starb bald. Knut, der Sohn des Dänenkönigs Sved Gabelbert, wurde zum König des von den Dänen besiedelten Nordens und Ostens England. Da dieser auch Dänemark und Norwegen erbte, entstand kurzfristig ein skandinavisch-englisches Großreich. Knut war bei der Kaiserkrönung Konrads II. Mit dabei.